Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable Online auf Kadi Gaming. Ich habe meinen armen Love Secret schon wieder sträflich vernachlässigt. Ich bin keine gute Lusitano-Mama. Es ist schlimm mit mir. Jetzt ist gleich das Championat in Silverglade. Ich habe schon mal überlegt, ob wir das vielleicht nochmal mitreiten sollen. Auch wenn er gelbe Stimmung hat. Ich müsste mich jetzt allerdings mega beeilen. Also er stand eben in 2 Minuten. Das müssten wir eigentlich noch hinbekommen. Müssten. Hätte Fahrradkette. Guck mal, 1 Minute. Wenn ich jetzt... Nein, lauf weiter. Nicht an der Quest anhalten. Wenn ich jetzt den Transporter nehme zu Steve, dann müsste ich es noch schaffen. Wenn ich den Transporter jetzt zu Steve nehme, dann müsste es eigentlich gerade so eben noch hinhauen. Da weiß ich nur nicht, wie viel wir heute schaffen. Dann wird das heute schon wieder nichts mit der Fohlenpflege. Aber macht ja auch nichts. Wir haben ja keinen Stress. Uns macht ja keiner irgendwie Stress. Wir müssen uns nicht abhetzen. Von daher alles ganz, ganz easy und ganz gechillt. Ich mache mir da jetzt gar nicht so einen Kopf drum. Wenn ich vielleicht was nicht schaffe, was ich für die Folge geplant hatte. Aber wenn wir jetzt gerade so perfekt kommen für ein Championat, dann können wir das auch noch ausprobieren. Ich hoffe, ich schaff's noch mit dem Anmelden. Bin ich jetzt? Nein, ich bin gerade knapp zu spät. Ach, wie ärgerlich. Habt ihr das gesehen? Auf die letzte Sekunde hätte ich den Stopp nicht gemacht. Oben bei der Quest, dann hätten wir es noch geschafft. Ach, wie ärgerlich. Das ist schade. Naja, so kann es gehen. Pech und so weiter. Beim nächsten Mal vielleicht. Muss ich mal gucken, je nachdem, um welche Uhrzeit ich das nächste Mal aufnehme. Ich schaue da ja eigentlich eher weniger drauf, dass ich jetzt wirklich zu einer Zeit aufnehme, wo ein Championat ist. Aber wenn es halt gerade zufällig passen würde und ich nicht so mega spät dran bin wie heute, dann können wir das ja ruhig nochmal machen. Ich reite ja persönlich eigentlich wirklich gerne Chumpies. So, ja, dann tun wir heute lieber noch mal was dafür, dass wir vom Level her weiterkommen, ne? Wo machen wir denn jetzt weiter mit der Quest? Bei Alex. Die übrigens immer noch genauso aussieht, denn die Soul Rider wurden tatsächlich nur im aktuellsten Teil der Story erneuert. Star Stable hat geschrieben, dass sie alles andere nicht geschafft haben in der Zeit, dass das dann irgendwann mal noch kommt. So. Lass uns den Hufspuren gemeinsam folgen. Sie sollten einfacher zu finden sein, jetzt wo wir beide wissen, wie sie aussehen. Los geht's! Ja, wir müssen ja den Hufspuren folgen, die Khan hinterlassen hat. Die brennenden Hufspuren da hinten rechts sehen wir sie schon. Wow, Alex hat einen ganz schönen Schnellstart hingelegt hier. Ich bin mal gespannt, ob sie wirklich Richtung Molland möchte. Jetzt haben wir Alex aber abgehängt. Ziemlich. Aber ich sehe hier gar keine Spuren mehr. Ich sehe zwar die Pfeile, aber ich sehe gerade keine Hufspuren mehr. Die erste habe ich gesehen und jetzt nicht mehr. Ist das ein Bug? Guck mal, da sind wieder welche. Guck mal, jetzt haben wir wieder welche. Vielleicht waren die auch einfach nur zu alt schon, dass sie nicht mehr gebrannt haben. Aber warum hat dann die erste noch gebrannt? Ha, guck mal, da sind die Leute vom Championat. Da sind sie gerade unterwegs. Wollte ich gerade mal gucken, was sie für ein Level hatten. Dann hätte ich gucken können, ob das meine Chumpy-Gruppe gewesen wäre, eventuell vielleicht. Ja, Nilmas Hochland. Die gehen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nach Moorland. Los, vielleicht kriegen wir sie noch ein. Oder... Hä? Ach, da ist sie nicht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier in dem Fall auch falsch rum hätte durchreiten können. Keine Ahnung. Aber besser nichts riskieren. Besser nicht riskieren, dass wir das Rennen nochmal machen müssen. So. Huch, seit wann haben wir denn hier so ein Lager? Ist das seit der Überarbeitung schon da?
das sieht ungünstig aus. Und wo ist Alex? Justin winkt. Ach, da kommt Alex jetzt erst. Da kommt sie angehoppelt. Hätte sich aber schon mal ein bisschen mehr beeilen können hier. Ist genauso langsam wie ich eben beim Chumpy. Da sind sie ja. Sie verlassen die Insel. Verdammt, das kann doch nicht wahr sein. Das ist eine Katastrophe. Was? Nein, es ist nur dieser Container. Sabine bringt Justin zu. Es tut mir wirklich leid, aber ich kann nicht mehr sagen. Hör zu, du solltest Thomas davon berichten. Er ist Justins Vater und muss Bescheid wissen. Ich sehe dich beim Landgut wieder, okay? Alles klar, ja. Also Thomas wird definitiv auch absolut nicht begeistert sein davon. Der war ja schon sehr, sehr skeptisch, um es mal vorsichtig auszudrücken, als wir ihm von dem Brief von Sabine erzählt haben. Da war er ja auch schon eher so, Sabine, das ist jetzt aber nicht so, es ist eher ungeil, was du mir da erzählst. Tiffany, was ist das Problem? Du hast Justin gesehen? Hast du ihn aufgehalten? Sie sind mit einem Containerschiff gefahren? Das ist keine schöne Art zu reisen. Oh Gott, bitte sag, dass das nicht wahr ist. Mein Sohn wurde mir genommen. Mein Sohn wurde vom Bösen erobert. Danke für die Information, Tiffany. Von jetzt an solltest du all deine Energie dazu nutzen, Alex bei ihrer Suche zu helfen. Wir müssen Justin irgendwie wieder zurück nach Moorland bekommen. Du triffst sie jetzt beim Landgut? Sehr gut. Ja, und ich würde sagen, damit es ein bisschen flotter geht, Rendezvous beim Silverglade-Landgut. Damit es ein bisschen flotter geht, nehme ich auch direkt nochmal den Transporter. So, Silverglade-Landgut. Ach, das ist... Ich muss sagen, ich habe gerade die Fahne flattern hören. Das ist schon wirklich schön, was Darstable hier in der Zeit noch alles geändert hat. So an den Sounds vor allen Dingen. Also die neuen Geräusche beim Reiten, die gibt es ja jetzt schon eine ganze Weile. Das klingt alles so... Nee, wir müssen noch weiter. Das klingt alles so viel besser als früher. Weiter. Du hast es ihm erzählt? Wie hat er es aufgenommen? Armer Thomas. Okay, also ich habe mit der Baroness gesprochen, während du in Moorland warst und ich habe sehr interessante Neuigkeiten. Die Baroness hat mir erzählt, dass Justin ihr Enkelsohn ist, was bedeutet, dass Thomas Moorland ihr Sohn ist. Wer Thomas' Vater ist? Gute Frage. Das konnte ich nicht aus ihr herauskriegen. Sie hat nur gesagt, dass das keine Rolle spiele, da dieser lange tot sei. Okay. Du hast recht, Tiffany. Das macht keinen Sinn. Justin hat gesagt, dass er zu seinem Großvater gehen will. Solange er kein Grab besuchen will, lügt hier jemand. Hör mal, es sollte Unterlagen über die früheren Ehemänner der Baroness im Rathaus geben. Es ist voll von alten Unterlagen, oder? Warum reitest du dort nicht mal hin und suchst nach Namen? Das ist definitiv eine gute Idee. Komm, auf geht's, Love Secret. Auf nach Silverglade. Wir hätten jetzt hier auch noch die Quest annehmen können bei Judy, aber ich möchte jetzt gerade ganz gerne erstmal diesen Quest-Hub weitermachen. Ansonsten wird er so durcheinander. Wow, ich sehe gerade, dass wir schon relativ kurz vor Level 10 sind jetzt. Ja, krasse Sache. Dann habe ich noch 2 Level. Dann kann ich endlich Connemaras kaufen. Lalalala. Was habe ich? Wie viel habe ich jetzt eigentlich? 1314 Starcoins habe ich jetzt. Ich wollte mir auch noch ganz gerne einen Araber kaufen. Für beides reicht es nicht. Ich warte erstmal noch ab. Ich habe ja schon gesagt, dass ich mir wahrscheinlich auf dem Account jedoch auch mal Starcoins kaufen werde. Allerdings nicht, dass ich, also ich werde es dann abwechselnd machen. Wenn ich mir hier Starcoins kaufe, dann werde ich mir dafür auf Dina dann mal keine kaufen. Aber ich möchte trotzdem so lange damit warten, wie irgendwie möglich, weil Geld ist Geld, ne? So, Hallo, was kann ich diesmal für dich tun? Natürlich, die Meldebücher sind für jeden einsehbar. Wonach suchst du denn genau? Oh, die Familie Silverglade? Das könnte sich etwas schwierig gestalten. Vor einiger Zeit gab es ein mysteriöses Feuer in den Archiven, bei dem nur die Aufzeichnungen der Familie Silverglade zerstört wurden. Das ist wirklich etwas seltsam, da stimme ich dir zu. Sehr komisch. Tja, die sind wohl verbrannt worden, hä?
Wie auch immer, alle Hoffnung ist vielleicht doch nicht verloren. Ein früherer Bürgermeister hatte immer Kopien von allen Akten in seinem Sommerhaus. Es ist schon seit vielen Jahren verlassen, wahrscheinlich voll von Graffiti. Es ist mit Sicherheit sehr heruntergekommen. Du könntest allerdings trotzdem dorthin reiten und gucken, was du finden kannst. Vielleicht hast du ja Glück. Das Haus ist im südwestlichen Außenbezirk von Hollowoods. 110 Erfahrungspunkte. Alter Schwede, also wir kriegen hier wirklich, wirklich, wirklich richtig viele Erfahrungspunkte. Ja, wir müssen jetzt da hinten hin. Hollowoods, da kommen wir an der Windmühle noch vorbei. Könnten wir eigentlich... Ach nee, komm, das Rennen, das haben wir schon gemacht. Das brauchen wir jetzt nicht machen. Machen wir jetzt nicht nochmal. Wir reiten jetzt nach Hollowoods. Oh, guck mal, da ist noch ein Lusitano. Der Palomino Lusitano, wo alle gesagt haben, der sieht aus wie ein Barbie-Pferd. Sieht er auch irgendwie, aber er ist trotzdem schön. Ich mag den. Ich mag eigentlich tatsächlich alle Lusitanos ganz gerne, bis auf den Rappen. Der hat einen wunderschönen Kopf, aber ich finde, dass er so von der Seite und von hinten so ein bisschen so aussieht, als ob er nicht anständig geputzt worden wäre. Sieht so ein bisschen, ja, so ein bisschen staubig aus. Deswegen gefällt der mir nicht ganz so gut. Hier haben wir auch noch eine Quest. Bin ich auch mal gespannt. Die Bäume hier, die sind ja noch im alten Stil. Das hatten sie ja noch nicht geschafft, als sie das überarbeitet haben. Finde ich jetzt aber auch nicht weiter tragisch. Ich erinnere mich, was das für eine Quest war. Ich erinnere mich. Ja, und von dem Sommerhaus ist leider Gottes auch nicht mehr viel übrig. Oh, das ist auch mal überarbeitet worden, glaube ich. Ja, das hat auch nicht mehr die ganz alte Optik, meine ich. Oder? An diejenigen, die schon länger SSO spielen, das sieht auch anders aus, oder? Wenn mich nicht alles täuscht, das ist ja richtig... Also, irgendwie finde ich, es sieht cooler aus als vorher. Oder ich war hier einfach schon so lange nicht mehr, dass ich mir denke, boah, voll cool. Kann ja auch sein. Aha, im vorletzten Haufen. Du stößt auf ein altes Registrierungsbuch über den Silverglade-Stammbaum. Das Buch fällt schon auseinander und viele der Seiten sind verschimmelt. Doch dennoch findest du, wonach du gesucht hast. Als die Baroness 18 Jahre alt war, heiratete sie einen Herrn namens John Sandman aus Firgrove. Du nimmst das Buch besser mit zum Landgut, sodass Alex es sehen kann. Oh, wir bekommen ein Oberteil. Was jetzt aber nicht mega gut ist von den Werten, aber das macht ja erstmal nichts. Ja gut. Oha. Wisst ihr was? Ich muss mich mal gerade abholen lassen. Dann müssen wir von Moorland zu Alex fahren, weil ich habe, glaube ich, nicht mehr den meisten Platz auf der Platte. Und bevor die Folge dann zu lang wird und ich dann hier das Ende nicht mehr aufnehmen kann oder mir hier irgendwie ein Teil der Quest verloren geht, kürzen wir die Sache dann doch lieber ein bisschen ab. Das ist mir zu riskant. Das ist mir zu riskant hier. Dann bringen wir Alex jetzt noch das Buch. So. Wow, das ist ein wirklich altes Buch. Es fällt ja fast auseinander. John Sandman, sagst du? Ich frage mich, wer das ist. Ja, hier können wir jetzt nicht mehr weitermachen, aber das wollte ich ja, wie gesagt, auch gar nicht. Was haben wir jetzt hier für ein Pullover bekommen? Ach so, einfach nur blau. Ja, schöner Pullover heißt ja. Das ist auch ein schöner Pullover. Gefällt mir gut. Also wenn ich jetzt nicht gerade super schnell unterwegs sein will, würde ich sagen, steigen wir mal auf den Pulli um, weil den finde ich echt hübsch, muss ich sagen. Okay, ihr Lieben, ich würde aber sagen, ich verabschiede mich für heute, bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet bei Star Stable Online. Also bis Sonntag. Tschüss. Thank you.